Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum Clubrennen aus dem September. Ja, es gibt eine kleine Besonderheit bei diesem Video, aber die verrate ich euch gleich. Scheiße, wo ist mein Ticket? Das habe ich natürlich wieder liegen. Die Kinderkassen auch kalt, ne? Ja? Max Daggett. Bitte. Ich bin Quali, werde ich vielleicht zu weit hinten stehen. Aber wann waren wir das letzte Mal? 15 Leute im Club. Das ist brutal. Bei 15 Leuten wird es jetzt schwierig mit verteilen. Na Chef? Das Ticket noch abgeben. Mach das doch. Ja. Fest mit oder was? Oh nee! Mann, den überrunde ich ja jede zweite Runde. Seine Mission ist nicht überrunden lassen. Das ist meine Mission, ja. Ich glaub, die wird das wird aber eng tatsächlich. Das wird nichts. Er ist vorhin, was ist, bist du langsamer gewesen? Was habe ich vorhin? 7/10 warst du langsamer, ne? Damit kann man es schaffen, aber du musst es halt konstant fahren. Als du? Ja. Ja, Dennis ist ja eine Sekunde langsamer als Max. Minimum. Ja, das wird eng dann mit. Also bei Max wird es super eng. Plus Boxenstopp-Qualität. Stimmt. Da holt er mich wieder ein, wenn ich meinen Boxenstopp mache. Und er startet ein paar Sekunden weiter hinten. Ja, stimmt. Kommt auch noch dazu. Ja. Er wird überrundet. Machen wir da gar nichts mehr. Jojo. Übrigens, dieses Video wurde von Jens geschnitten. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Ja. Liebe, sag mal, liebe Grüße nach Stetzi. Erkennen Sie das, damit ich Ihren Motor ausschalten kann. Ja, warum wir das gerade erwähnen ist, habt ihr es vielleicht mitbekommen, bei der PIK polnische Meisterschaft waren GoPros nicht erlaubt. Aus ja, verschiedensten Gründen. Aber naja, ja, was wir hier gerade machen, warum ich applaudiere, ist, weil Jannis ist immer schon mal losgefahren, obwohl die Ampel noch rot war. Wir haben lediglich die Ampel von Rennampel auf normale Trainingsampel umgestellt und er hat gedacht, es geht schon los. Es sind übrigens noch ein, zwei Leute mit vorgefahren, aber die haben es noch rechtzeitig mitbekommen. Ja, und rein theoretisch wäre das schon schwarze Flagge gewesen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob er da überhaupt bestraft wurde. Ich glaube eher nicht. Aber, naja, passiert halt auch den Besten, ne? So, hier haben wir jetzt meine schnellste Runde, also die Qualifikationsrunde. Und ja, was soll ich sagen? An dem Tag habe ich vorher nochmal trainiert und ja, der liebe Silver war mit dabei. Also Silver Star heißt er. Der ein oder andere wird ihn kennen von Twitch. Das ist nämlich mein Mod. Und ja, der hatte mich besucht zu dem Zeitraum, in dem Zeitraum und ist halt da mal einmal Clubrennen mitgefahren. Und er war gar nicht so schlecht. Allerdings war er auch nicht vorn mit dabei. Aber ist ja auch klar, wir fahren ja nur mal ein-, zweimal die Woche auf unserer Heimbahn und ist dann schon schwierig für jemanden, der dann von außerhalb kommt, ne? So, hier sehen wir einmal, nach drei Runden, so lang geht ja nur das Qualifying im Clubrennen, stand denn unser Rennleiter da mit einer schwarzen Flagge. Ja, die wurde nicht geschwungen, gar nichts, überhaupt nicht. Nach vier Runden stand er mit der Start- und Zielflagge da, allerdings wurde die auch nicht geschwenkt. Das heißt, wir waren jetzt schon in Runde 5 und erst jetzt kommen wir zum Stehen, wo ich mir dachte, das wäre meine beste Runde gewesen. Aber solange wir nicht abgewunken werden, fahren wir halt einfach auch weiter, ne? Waren fast 5 Runden! Also wir sind jetzt fast 5 Runden gefahren. Ja, Flagge, schwarze hat er auch noch, ja. Ich weiß ja jetzt nicht, welche Runde zählt. Die letzte war eine 3-9. Ja, wie es aussieht, wurde glaube ich nach der dritten Runde gewertet. Also so wie es halt auch sollte. Und ja, werden wir gleich sehen, wo ich da stehe. Wird jetzt auch, wie ihr seht, schon relativ früh aufgerufen. Ich meine, wir waren 15 Leute. Und ja, wenn ihr mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, auf Platz 6 stehe ich. Ich zähle auch echt nochmal nach. Ja, für mich sehr gut gelaufen, wenn man bedenkt, dass nur Kids dabei waren.
Idiot. Ja, ja. Ja, zumindest sehr viele Fliegengewichte. Ich meine, gut, da vorne Maxi, gegen den kann ich nichts machen. Und der hatte ein kaltes Kart und es fährt trotzdem auf Platz 2. Das ist schon crazy. Ja, ich hatte es gerade erwähnt. Jens hat tatsächlich das Video geschnitten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Grafik noch ein bisschen überarbeitet. Aber ansonsten, ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Und jetzt haben wir hier den Rennstart gesehen. Ja, und Spencer war direkt hinter mir und er meinte nach dem Rennen, der konnte gar nicht glauben, dass ich 2 Leute überholt habe, dass ich da tatsächlich irgendwie direkt reinsteche und sowas. Das konnte der überhaupt nicht fassen. Ja, jetzt geht hier direkt Gelblicht an. Hand hoch, liegt daran. Silver, erstes Rennen, mal Clubrennen und direkt hängen geblieben. Aber er hat mir gesagt, er hat halt auch gegengehalten und er ist halt dann schief gelaufen am Ende. Aber naja. So, jetzt ich hier vorne. Spencer drückt von hinten. Jens meinte auch noch nach dem Rennen, er hat ja gesehen, dass ich da vorne mitfahre und hat sich gefragt, weiß er überhaupt, was er überhaupt machen soll da vorne? Ehrlich gesagt, nö. Muss ich ehrlich sein, ich war ein bisschen überfordert. Ich weiß ja, dass ich, wenn ich vorne bin, ein bisschen länger fahren muss, sonst bin ich im, ja, ich sag mal, im ganzen Verkehr drin, der da hinten irgendwo ist. Naja, aber Spencer hat schon sehr krass gedrückt. Dann habe ich immer mal rüber geschielt, okay, ist da schon eine Lücke, wo ich dann, wenn ich einen Stopp mache, rauskomme oder rauskäme und ich dann freie Runden fahren könnte. Ungestört quasi. Und jetzt kam auch noch dazu, dass ich auf Max aufgeholt habe, Speed Max hier vor uns. Ja, und das heißt, ich werde dann halt so eingeklammert so ein bisschen von Max und hinter mir Spencer. Ja, muss man sagen, Spencer war schneller. Und irgendwann kamen dann halt so die Nerven mit mir durch. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn? Halte ich das noch so lange aus oder lasse ich ihn vorbei? Aber hinter ihm waren ja auch noch Leute. Ja, und ihr seht es immer schon, wie ich so ein bisschen hinten, also wie Spencer immer so ein bisschen hinten andockt. Naja. Das war halt so mein Dilemma, was ich im Kopf immer hatte. Und ich weiß ja, wenn einer hinter mir fährt, werde ich tendenziell ein bisschen langsamer. Habe ich überlegt, wenn ich in die Box gehe und eine freie Runde fahre, bin ich dann wahrscheinlich schneller. Und das galt es jetzt für mich halt zu gucken, kriege ich das irgendwie hin, dass ich da rauskomme, wo halt auch wirklich Platz ist. Und ich kam immer wieder ran an Max. Man muss auch bedenken, er natürlich noch mal ein ganzes Stück leichter als ich. Während ich hier mit 72 Kilo rumfahre, weiß ich gar nicht, was er wiegt. Ich glaube knapp 60 oder so. Das macht natürlich auch was aus. Das heißt, er ist aus den Kurven, ja, was Rausbeschleunigen angeht, natürlich immer ein bisschen fixer gewesen. Ja, hier ist Spencer wieder hingegen gefahren. Richtig ärgerlich. Das hat natürlich auch mal ein bisschen Zeit gekostet. Und er ist da halt, was ja, den Ausgang der Kurve da anging, halt immer ein bisschen schneller gewesen. Und ist dann immer drauf gefahren. Muss ich wahrscheinlich an meinen Fahrstil nochmal was verändern. Also hier, die Kurve ist gemeint, hier. Und da hatte ich immer Spencer im Nacken, extrem. Und hatte immer Schiss, dass er hier reingeht. Deswegen bin ich hier schon 10 cm enger gefahren als normal. So, aber bei all der Hektik habe ich halt vergessen, es sind ja auch noch andere Leute auf der Strecke. Die weiter hinten vielleicht. Die hatten ja alle kalte Reifen im Qualifying. Wenn die warm werden, ja, kann sein, dass die ja dann auch noch schneller werden. Ich auf jeden Fall dann irgendwann rein, weil ich dachte, da ist jetzt eine Lücke entstanden. Und jetzt will ich hier freie Bahn haben. Ja, und jetzt schaut mal, was passiert. Genau. Luca vor der Nase. Luca noch nicht zum Boxenstopp gewesen. Ihr kennt es ja, Clubrennen muss man einen taktischen Boxenstopp machen, so wie er gerade bei mir ausgesehen hat. Ja, er hat ihn noch nicht gemacht, fährt hier zwar erstmal optisch weg, aber ich war deutlich schneller als er. Ja, und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt werde ich hier, wurde ich ja, als ich aus der Box kam, ein bisschen aufgehalten. Und ja, dann kam halt Jens schon, der auch seinen Stopp schon weg hatte. Und hat mich dann einfach mal geschnappt, was auch ewig viel Zeit kostet. Ihr habt ja jetzt gesehen, ne, wie nah ich an Luca dran war. Und nach dem Überholmanöver von Jens war ich sowas von weg. Das heißt, ich werde die Position gegen Spencer sowas von verloren haben. Ja, und das hat mich halt einfach tierisch geärgert. Meine eigene Dummheit. Ich hätte einfach da vorne weiter fahren sollen. Und dann hätte ich Luca auch nicht gehabt. Und jetzt seht ihr da vorne auch, auch Jannis ist an mir vorbeigekommen. Super, super nervig alles. Naja. Aber so ist es. So ist es manchmal.
Ja, jetzt geht Luca rein, ein paar Runden später, wo ich mir dann denke, es kann nicht wahr sein, wieso nicht direkt? Aber naja, ist jetzt so, ich ärgere mich ja auch. Ja, ich meine, wir sind auf P6 gestartet und jetzt drohte es wieder ja, nach hinten durchgereicht zu werden. Ihr seht es hier, Runde 23, 24 schon, die fahren da vorne seelenruhig weg. Spencer auch aus der Box gekommen, der auch vor mir geblieben. Und was heißt geblieben? Er hat mich halt dadurch überholt. Und mit was für einem Abstand, ne? Das ist halt krass. Ich meine, er war eh schneller, er hätte mich wahrscheinlich eh geknackt. Aber wäre ich wahrscheinlich bis letzte Runde durchgefahren, hätte es auch anders aussehen können. Ja, aber nichtsdestotrotz sehen wir hier nochmal die schnellste Runde von mir im Rennen 1. Ihr kennt das. Clubrennen sind immer zwei Rennen, a 20 Minuten. Das zweite Rennen natürlich in die andere Richtung und wir tauschen die Karts durch. Also quasi Rennsieger bekommt das Kart von dem, der Letzter geworden ist und so weiter. Zweiter halt Vorletzter, ne? Und dann kann es auch mal sein, dass der, der genau in der Mitte landet, auf seinem Kart sitzen bleibt. Genau, das ist die schnellste Runde. Ich gucke auch nach hinten, weil da waren auch Leute. Wollte ich mich natürlich auch noch hier schlucken lassen. Ihr seht es hier, gab noch mal einen Hieb von hinten. Aber das habe ich jetzt bis ins Ziel gerettet mit einer 39.123. Und da seht ihr, dass Max noch aus der Box kommt. Das wird auch gleich noch ein Nachspiel haben. Da gibt es nämlich noch eine Regel. So, und ja, ihr könnt es auch nicht glauben, mich auch nicht. Dusty kam hinter mir ins Ziel. Passiert jetzt nicht so oft, Dusty auch ein Spitzenfahrer. Aber man könnte jetzt auch sagen, beziehungsweise er hat das Argument gebracht, ja, ich bin ja jetzt hier lange nicht gefahren, weil ich in Stuttgart gewohnt habe. Aber trotzdem, der muss schneller sein als ich. Hallo Nadel. Naja, Dusty erlaubt sich einen Spaß. Das ist Julian. Und da vorne Maxi. Die werden eigentlich Erster und Zweiter geworden sein. Also die waren mit Sicherheit Erster. Hier, das Silverstar übrigens. Vermutlich Letzter geworden, nehme ich an. Aber gut, was willst du gegen nur Heimfahrer machen, ne? Aber gut, unterwegs war er allemal. Nee, wieso? Ist noch erst noch vor der Linie. Und? Ja. Was bist du nachher gefahren für die Zeit? 39,5 glaube ich war es. Oh, das ist schon stark. Ich habe mich irgendwo mal dran gegangen, aber ich habe dich vermisst. Wo warst du? Vorne. Ich bin am Start hängen geblieben. Boah, aber richtig Boden verloren. Ist das euer Ernst? Jetzt muss ich auf der gleichen Mühle nochmal fahren. Ist das eine Scheiße? War es gut, dass du vor mir warst. Oh nein. Ich kam eh nicht mal. Ich war krass, ich habe direkt zwei Leute überholt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe außenrum auch ein paar überholt. Ja, ich habe doof geguckt, weil mich auf einmal rausgeholt. Ich war nicht extra. Was habe ich gemacht? Wieder zwei Positionen verloren, wie immer. Also 13. Ja, weil ich hängen geblieben habe. Achso, standest du, oder? Deswegen war gelb an? Ja, ich stand komplett. Achso. Ja. In dem Moment so ein klein bisschen abgestellt wurden. Aber unabsichtlich, was willst du machen? Aber wenn man ehrlich ist, hätte Spencer mich so oder so gewonnen. Ja. Aber ja, genau deswegen heißt das Video auch, wie es heißt. Ich habe zwar am Start zwei Positionen gewonnen, erstmal bin ein bisschen nach vorne, allerdings habe ich am Ende halt doch im ganzen, Großen und Ganzen wieder zwei Positionen verloren und das durch taktischen Fehler und das nervt halt, ne? Das passiert mir immer wieder und das ist halt auch irgendwann mal todesanstrengend. Ja, und ihr habt es auch mitbekommen, Max hätte disqualifiziert werden müssen, weil im Clubrennen darf man nicht in der letzten Runde reinkommen. Liegt natürlich auch daran, dass du immer einen Vorteil hast, weil du musst nicht erst den Schwung aufbauen, den die anderen halt gehabt haben, nachdem sie aus der Box gefahren sind, ne? Weil die Linie halt so früh nach dem Boxenausgang kommt. Das ist halt ein Vorteil, den darf man nicht nutzen und deshalb ja, musst du eigentlich disqualifiziert werden. So, aber nichtsdestotrotz, Speedmax steht hier rechts neben mir auf P7. Also durfte er trotzdem von dort starten. Und ihr seht es auch, was das ausmacht, wenn man ein bisschen leichter ist. Man fährt einfach weg. Ja, da habe ich überlegt, so reinzugehen, aber lieber nicht, weil am Ende verliere ich dann noch mehr Position.
Es galt jetzt halt für mich, wieder doch irgendwie ein bisschen nach vorne zu kommen, was natürlich nicht ganz einfach ist. Da habe ich auch gemerkt, dieses Kart, okay, ist anscheinend nur ein Kart, was in die andere Richtung ganz gut geht. Ja, weil in die Richtung, immer wenn ich Rechtskurven hatte, ihr seht es auch hier, nur rausgeschlittert, gar keinen Grip gehabt. Ja, genau, ich zeige auch auf den Vorderreifen da, gar keinen Grip. Also wirklich eingelenkt und es ging erstmal nur geradeaus. Ja, sehr ärgerlich, aber trotzdem musste ich jetzt damit klarkommen. Die Linkskurven gingen ja gut und dann hieß es da die Zeit reinzuholen. Nur blöd ist, dass jetzt natürlich mehr Rechtskurven ist in die Richtung. Aber ich habe es dann irgendwann hingekriegt und habe nicht komplett abreißen lassen nach vorne. Aber da hat mir auch Jensi ein bisschen geholfen. Ihr seht es da vorne, der kämpft. Der mit dem weißen Helm, das ist Jannes und davor ist Jens. Und ja, der hat gut blockiert. Dadurch konnte ich immer mal ein bisschen dranbleiben. Dann sind sie ein bisschen weggefahren immer. Aber Jens war nicht schneller als ich. Und ja, das gab natürlich Hoffnung. Hier rege ich mich auf, weil ich musste mich hart konzentrieren, dass ich den Anschluss nicht verliere. Und dann ja, ärgere ich mich umso mehr, wenn ich dann doch mal irgendwo hängen bleibe. Ja, nichtsdestotrotz wieder sehr früh in die Box. Ging aber auch, war irgendwo im Mittelfeld, Tendenz nach hinten. War das völlig okay. Komm dann hier raus. Und es war knapp, ihr seht es, normalerweise hat halt auch die Strecke dann Vorfahrt. Das war Dustin, ja, genau, immer noch hinter mir, man kann es kaum glauben, da ist er jetzt aber neben mir und ich weiß, er ist normal schneller. Ich lasse ihn jetzt ziehen, in der Hoffnung, ich lasse mich halt mitziehen. Ich bin tendenziell schneller, wenn ich vor mir jemanden habe, ja, als wenn ich hinter mir einen habe. Das haben viele und bei mir ist es halt extremst ausgeprägt. Ja, und ihr seht es auch, er ist trotzdem ein bisschen schneller und fährt mir trotzdem allmählich weg. Aber ich war überrascht, dass er nicht so weggefahren ist. Ich konnte tatsächlich auch rundenweise sogar einen Ticken wieder ranfahren. Mich auch gewundert. Und das, obwohl der so viel besser normalerweise fährt. Hier natürlich kleine Lücke nachher irgendwann entstanden. Und da vorne sind zwei. Das sind Lysander und ich weiß jetzt gar nicht, wer der andere ist. Müsste Läufer sein. Also ein Spitzname natürlich. Ja, und die waren noch nicht in der Box, deswegen sind wir jetzt aber auf die wieder aufgelaufen. Wir waren ja schon in der Box, Dustin und ich. Ja, und jetzt musst du natürlich erstmal durchkommen. Dustin verliert dann natürlich wieder ein bisschen Boden. Und jetzt seht ihr hier, Dustin gedacht, Läufer macht die Tür auf, hat er nicht gemacht. Ja, und jetzt bin ich wieder an Dustin dran, allerdings auch an die anderen. Ich musste selber erstmal vorbei. Geh hier innen rein, bin schon an Dustin dran. Lysander hier noch, der hatte gemerkt, oh ja, nee, Markus, gegen den habe ich auch nicht gekämpft. Und zack, habe ich das wieder eingeholt. Also der hat ja übertrieben viel verloren dadurch. Also der konnte sich dieses Clubrennen aber auch sowas von klemmen. Normalerweise fährt er halt auf Platz 1, 2 oder 3. Und jetzt dümpelt er hier auf Platz 9 rum. Klar machen wir hier noch Position gut. Ihr seht es hier, Nadel kommt da raus. Dadurch haben wir beide eine Position gewonnen. Allerdings habe ich die jetzt halt auch im Nacken. So, Gelblicht. Ich erstmal, hä, wieso? Und dann, wer steht denn da? Jens guckt sich da die Reifenstapel einmal genauer an, ob da noch alles in Ordnung ist. Ja, übertrieben Pech für ihn, weil das holst du in einem Sprinter natürlich nicht wieder auf. Ja, und jetzt kam er da auch nicht so schnell wieder weg, weil da halt die Leute alle rumkamen um die Kurve, ne? Und da willst du dann nicht reinschappern. Aber er kennt die Kurve ja schon zu gut. Ich weiß, wenn er das jetzt hört, dann würde er mich böse angucken, wenn er mich das nächste Mal sieht. Aber die Kurve, da hat er ja schlechte Erinnerungen mit. Ich sag nur 2000. Und 22, das letzte Rennen der IKM. Naja. So, wir befinden hier auf, uns auf der schnellsten Runde, also meine schnellste Runde in Turn 2. Die war bereits Runde 18. Ja, und die war nicht ganz so schnell wie die in die andere Richtung, aber war auch klar mit bisschen weniger Grip auf vorne links. Aber allerdings trotzdem eine 39,273 geworden. Völlig okay. Aber reicht natürlich nicht, um da ganz vorne mitzufahren, wenn die Kids halt eine 38,9 zum Beispiel fahren. Ne? Ja, wir springen jetzt ein bisschen in den Runden, weil jetzt natürlich hier nicht wieder viel passiert ist. Nadel sitzt mir im Nacken allerdings. Ja, ich guck schon. Ich habe gehofft, dass ich jetzt wenigstens diese Position hier irgendwie halten kann. Habe auch gehofft, dass ich durch Jens sein Ding Position gewonnen habe. Aber ja, werden wir gleich sehen. Wir befinden uns jetzt hier nämlich schon letzte Runde. Und da, ja, wisst ihr selber, letzte Runde darf man keinen Stopp mehr machen. Also P8 im zweiten Rennen. Und das, obwohl Jens noch einen Mistake hatte. Das heißt, ich habe ja im Endeffekt, wäre ihm nichts passiert, wohl ja, wieder eine Position verloren. Und das verstehe ich halt jedes Mal nicht.
Ich fahre mir immer die Seele aus dem Leib und verliere Position um Position. Was natürlich erfreulich ist, wenn man ehrlich ist. Anscheinend kann ich die Boxenstops immer besser, das Qualifying immer besser. Aber naja, im Rennen hapert es dann doch noch. So, und jetzt hat es mal endlich jemand geschafft. Dustin hat mein Kart ausgemacht. Und jetzt stehe ich halt doof da. Ja, Lennox lacht mich noch aus. Musste ich aussteigen und das wieder anmachen. Aber im Endeffekt natürlich auch lustig, ne? Wieso zeigt er denn zweimal an letzte Runde? Das hat mich komplett verwirrt. Der hat vor zwei Sekunden gesagt, du. Ist der auch mitgefahren? Ja. Ja genau, das hat auch noch wieder ein bisschen Stress in mir verursacht. Jetzt zeigte der Rennleiter letzte Runde an und danach hat er nochmal die letzte Runde angezeigt. Ja. Was denn? Von wem? Ja, schon. Du hast ihn ja nur. Ich wusste gar nicht, dass ein Kart seitlich fahren kann. Moin. Das Kart war scheiße. Was? Ich bin echt Achter geworden? Wie habe ich das denn geschafft? Ja, aber wie lahm. Ich war mega lahm. Ja. Hä? Nee, eine 2,7 war das schnellste. Ich bin immer eine 3 oder 4 gefahren. Welche bist du jetzt gewonnen? Achter oder sowas. Von welchem bist du gestartet? 8. Hallöchen, zwei bitte. Ich muss euch gestehen, ich habe das noch nie gemacht, ich habe das noch nie ausgerechnet, aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, praktisch, wenn du nicht auf der 1 hast, ist alles richtig. Deswegen sind hier heute 5-mal der 11. Platz mit Rockstar, Leufe, Lysander, Marcello und Luca. 10. Platz, der geht an Level. 9. Platz gibt es nicht, weil 2x 8, glaube ich, so sagt er das ja immer. Ne? Dustin und Marosso. Oh, ich bin so gut wie das, Junge. Stark, Junge. Ja, Hawaii. Krass, so stark wie das sind. Ich bin Rookie. Ich bin die ganze Saison nicht gefallen. Ich bin Rookie. Ja, komm, jetzt hör mal auf. Genau, dann haben wir Zebra. Auf dem rechten Platz ist Speedbox. Das ist der Gesicht eines Platz 8. Einmal umdrehen. Ja. Genauso stark wie das sind. Maxi auf Platz 3. Alter, was haben wir gemacht? Streich auf. Und gegen Julian auf Platz 1. Es sind immer dieselben. Tja, das war's dann mit dem Clubrennen. Ihr habt's noch mitbekommen. Dustin hat mir noch gesagt, das war schwarze Flagge, oder? Ja, es war eine schwarze Flagge, als er da an Läufer vorbei wollte und ihn weggedreht hat. Und ich sag noch scherzhaft, ja, hab noch nie ein Kart gesehen, was seitlich fahren kann. Er hat ihn schon durch die Kurve durchgeschoben. Ja, aber ist ausgeblieben. Ich bin genauso gut wie Dustin. Das lassen wir mal so stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked ihr das natürlich. Wenn nicht, liked ihr das natürlich auch. Ist ja ganz klar. Und ja, wer noch nicht abonniert hat, der abonniert natürlich auch. Dann verpasst er keine coolen Videos mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein, bis dann.